Weil auf dem Bild mein Abbild drauf war. Ah, vor denen habe ich so Angst. Ah, genau deswegen. Dass sie so viel aushalten, Mann. Bitte. Seit wann können so Töpfe eigentlich reden? Da ist noch einer, den hätte ich beinahe übersehen, aber ich wusste, am besten guckst du nochmal dich ein bisschen um. Sonst verpasst du noch was. Nose. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht so schwer sein. Ah, gescheit zu furzen. Unglaublich. Das war doch jetzt perfekt. Das hat doch die ganze Zeit geklappt, danke. Ich sage auch danke, yeah. So, ich denke... Der Sektor ist sicher. Bis auf diesen Ripper. Aber jetzt ist der auch weg. Check the Ripper. So, man sieht es schon. Sehr schwer herauszufinden, dass man da reinspringen kann. So, was gab's hier denn Besonderes? Hat sich das auch gelohnt? Ich glaube, einfach nur Aufrüstung von... Ups! Von Eiern und Federn und Honigwaben. Kann ich durchaus gebrauchen. Aber weiterführendes im Spiel gibt's jetzt nicht. Gut. Das wollte ich nur wissen. Dann gehe ich ja wieder raus. So, jetzt sind die hoffentlich noch voll mit Blumen, die Töpfe. Ja, Glück gehabt. Schön. Dann einen müssen wir noch finden, ne? Ich habe noch kein Puzzleteil bekommen. Also irgendwie habe ich doch einen Topf übersehen. Kacke. Wo ist denn der letzte? Hä? Ah, wieso habe ich den denn übersehen? Der ist doch bestimmt eben erst aufgetaucht. Hat gehört, hier gibt's Blumen. Ich meine Eier. Ist schnell aufgetaucht. Und schenkt mir ein Puzzleteil. 4 von 10. 4 von 10. So, jetzt können wir eigentlich mal da hochgehen. So. Und so. Da gibt's, glaube ich, auch noch ein Puzzleteil. Und auf alle Fälle Noten. Viel zu wenig Noten bisher. Da in dieses Haus muss ich auch noch reingehen, da war ich noch gar nicht drin. Okay, das wird noch eine große Aufgabe später. Das dauert noch eine ganze Weile. So, Uhr ohne Zeiger ist natürlich auch immer sehr beliebt. Da gibt's nichts mehr. Dann gehen wir rein. Und noch mehr Noten. Nur nicht runterfallen. So ist gut. Braver Vogel. Yep, ich wusste das doch. Gut, von hier aus kam man auch irgendwo in eine... Bereich, genau da, der mir später noch nützlich ist, eventuell. Aber erstmal nicht. Denn... Ah! Ups, das wollte ich nicht. Jetzt bin ich noch nicht verwandelt, jetzt brauche ich das noch nicht. Jetzt muss ich erstmal... Was machen? Was mache ich denn? Ich könnte echt jetzt in dieses Haus erstmal reingehen. Erstmal alle Fenster zerschlagen, von unten angefangen, damit ich es auch schön im System habe. Und ich irgendeins vergesse. So. Die kleinen Fenster sind doch meist ziemlich nutzlos. Ja, hier gibt es überhaupt nichts. Aber nett hier gewesen zu sein.
So, und da gab es noch irgendwo welche. Ist hier kein Haupteingang? Ach, der ist da vorne, genau. Hier ist er. Erstmal die Fenster. Und ich glaube, der Haupteingang bringt mir jetzt auch noch gar nichts, aber ich guck trotzdem mal rein. So. Ey, da kommt keiner raus. Das hat mich ja schon überrascht. Auch wieder total sinnlos gewesen hier. Gibt's echt nicht. Nichts. Hätte ich mir sparen können. Aber nein, wir wollen ja alles sehen. So, hier noch eins. Nein. Dann gehen wir erstmal den Haupteingang. Moin. Aber da werde ich nicht weit kommen. Der lutscht einfach seinen Daumen. Ja, genau. Sobald ich nämlich auf dem Boden aufkomme, ist er wach. Und ist sauer. Beziehungsweise gehässig. Deswegen muss ich von ganz oben rein. Und dann ganz leise sein, damit er mich nicht hört. So. Hier fangen wir an, dann wissen wir auch, wo wir aufhören müssen. Rein von der Logik her. Zack. Ah ja, hier ist die leere Honigwabe meines Wissens. Boah, ihr seht nicht gut aus. Echt mal. Sollte man zum Arzt gehen. Ja, an die komme ich jetzt leider noch nicht ran. Das hat mich immer sehr geärgert, als ich noch ein Kind war. So nah und doch so fern. Deswegen muss ich hier nochmal reinkommen, wenn ich verwandelt bin. Hier gibt es richtig viel zu tun als verwandeltes Etwas. Im Gegensatz zu anderen Welten. So, jetzt habe ich den Rundgang erledigt. Nee, habe ich nicht. Ich bin genau 90 Grad gelaufen. Da komme ich noch rein. Ach, da muss ich auch noch hin. Aber alles jetzt noch zu früh. Schön, dass man immer wieder rote Federn findet. Die werden nämlich sehr rar. Gurgel, da wärst du dick, jetzt passt die Lücke nicht hinein. Ja, deswegen muss ich da als kleine Furz wiederkommen. So, jetzt habe ich die Runde aber gedreht. Hier im ersten Stock gibt es echt noch viel zu tun. Beziehungsweise zweierlei. Leere Honigwabe und die Toilettenschüssel. Jetzt möchte ich mich aber hier echt endlich mal hochschmeißen. So, hier ging es noch rein. Ist das auch noch irgendwie relevant? Kriege ich den auch? Oder muss ich das echt auch noch später machen? Kann nicht sein. Ja, ich muss ja diesen Supersprung verwenden. Das geht ja, es verwandelt er nicht. Okay. Ein Bett. Ach, den kann ich ja... Hätte ich jetzt beide vergessen. Nur so zerstören. Aber wenn er unbedingt sterben will, kriegt er seinen Willen. Die Noten vergisst man auch ganz leicht. Oh, yeah. So, dann sind wir schon fast durch mit diesem Haus. Abgesehen von dem, was noch nicht durch ist. Da in diesen kleinen Schornstein kann man auch rein, aber ich weiß nicht, ob das später was bringt. Da bin ich im Moment überfragt. Wir werden es ja noch herausfinden. Was haben wir hier? Noch mehr Noten. Irgendwo müssen ja die Noten alle sein. Hey, hat er mich... Ach, ich bin ans Feuer gesprungen, oder? Das war unklug. Ich glaube, diese Note habe ich schon vergessen und dann überall gesucht und nicht gefunden. Irgendwann doch, aber... War ziemlich ärgerlich. 66 Note. So. Da ist noch eine Note. Und davor.
Und jetzt können wir endlich den Haupteingang nochmal aufsuchen, nur aus einem anderen Eingang heraus. Das war irgendwie ein dummer Satz. Ein Hauptraum, nicht ein Haupteingang. Ja, das war es mir wert. So, jetzt muss man halt aufpassen, gerade wegen der Kamera. Da muss man echt richtig springen. Yay. Tada! Ach, die Hexe, die wird fluchen, ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Da ist Klungo. Als Bild. Yay, noch 4 Stück fehlen. 4, 4, 4. So, ich glaube, auf dem Kronleuchter war noch was, aber ich glaube, es war auch nur ein Leben. Dann kann ich mir das auch nehmen oder ich lasse es bleiben. Aber sonst gibt es hier nichts zu tun. Dieses Flugblatt ist total unnütz. Gibt es nämlich nichts mehr zu tun. Rein gar nichts. Dass da ein Bild von ihrer Schwester ist, der Verräterin, wundert mich auch. Also da. Ich dachte, sie hätte sie schon längst enterbt und alles, was auf sie hinweisen könnte, vernichtet. So gut. Hätten wir das, das können wir eigentlich mal hier reingehen. Bin mir gerade nicht sicher, was hier groß gibt. Noten natürlich und ein Shinjo bestimmt auch irgendwo. Das ist sehr gut, wenn die tot sind. Ich hoffe auch, die kommen nicht wieder. Denn gerade als verwandelter Furz kann man die überhaupt nicht mehr besiegen. Da sind die schon ziemlich nervig irgendwann. Wenn die einen ständig verfolgen. Noch 21 Noten. Ich meine 20. Schön. Toll. Das funzt ja alles wie am Schnürchen. Ah, da. 7 von 10, yay. Letztendlich ging die Welt doch ganz gut von der Hand. Aber noch ist sie nicht geschafft. Haben mich ja noch nicht mal verwandelt. So, Noten. Habe ich eigentlich volle Energie? Nein. Noch ist nicht fertig, die Infanterie. Schnell weg. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, den Irrgarten habe ich schon abgehakt. Durchgeschafft, das war nicht schwer. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Dann kann ich mich jetzt wohl verwandeln. Denke ich mal, wie komme ich jetzt da rein eigentlich? Weiß gerade gar nicht, wie das ging. Es war doch gar nicht so schwer. Einfach nur hier hochspringen? Kann nicht sein, kann ich ja nicht festhalten wie in Banjo-Tooie. Musste ich dazu echt irgendwo hochklettern? Ach je, hier. Das war nicht so schwer. Geht doch. Vielleicht, nee, hier nicht. Ich frage mich aber noch, bei welchem Mumu-Schädel das war, wo die leere Honigwabe drin in der Luft hang. Ob die noch kommt. So, 20, ich wusste es. 83. 84. Hier sieht es ziemlich leer aus. Und das ist es auch, hauptsächlich. Wegen eine einzige goldene Feder, die wollen mich noch verarschen. So. Schön, wie man ohne irgendwas zu reden gleich ins Geschäft kommt. Er ist ja nämlich jetzt verhöhnt wahrscheinlich. Momo macht gut Kürbiszauber. Gut für irgendwelche Suppe wahrscheinlich. So. Ist ganz witzig, dieses Teil, dieser Kürbis. Was mache ich denn als erstes? Ich muss hier hoch.
Hab euch ja vorhin gezeigt, wo ich da landen kann. Genau da muss ich erzählen, wenn ich nicht so ungeschickt wäre. So, es ist immer ziemlich knapp bemessen. Aber es reicht. So. Von hier aus kann ich schon springen, oder? Da muss ich nicht noch höher. Ja, reicht. Hätte sogar da drauf bleiben können. Ich muss jetzt nämlich sowieso hier hoch. Mist. Nein! Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, ob ich auf die giftige Mauer auch drauf kann. Aber muss ich, glaube ich, gar nicht. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt strategisch klug wäre, erst so weiter hochzugehen. Wo war das? War das nicht hier? Ich dachte, das wäre hier gewesen. Nein, das ist der Form. Der Form. Aber ich denke, mit dem Locus werde ich später auch davon ist runtergespült. Und mir fällt gerade ein, wo ich da lande. Von der Toilette aus. Das ist ja auch ganz praktisch. Da muss ich ja nicht extra hinlaufen. Hey. Das Ende naht. Habe ich jetzt beide Honigwaben gehabt? Beide leeren? Nein, eine fehlt noch. Ach stimmt, die war ja genau in dem Haus drin, wo ich jetzt auch hingehe. Jetzt muss ich leider, leider den Weg nochmal gehen, weil ich jetzt wieder hier unten bin. Und ich kann mich nicht wehren. Ich kann nicht irgendwie angreifen mit B. Ich kann nur hier so drum rumlaufen. Das ist sehr traurig. Also was das betrifft, ist das Krokodil ja eigentlich die beste Verwandlung. Das kann angreifen, im giftigen Sumpf rumlaufen und sieht auch noch cool aus. Und kann rülpsen, das ist natürlich das beste Argument. So. Und jetzt, zack. Mist, wieder daneben. Nein, das ist echt größte Kunst, hier hochzulaufen. Zack, 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 zack. Schön. Wenn es nicht schnell geht, muss es eben langsam gehen. Und wenn die Kamera nicht mitspielt, muss sie eben schief gehen. So, danke. Hier haben wir schon das erste Fenster. Wenn es die Toilette ist, dann muss ich die erstmal auslassen. Ist es zum Glück nicht. Tadadam. Kann ich einsammeln, weil ich eh nie wieder herkomme. Ich hoffe nur, dass ich alle Noten finde. Ist immer so scheiße, wenn so ein paar fehlen, man das alles später nochmal machen muss. So, hier war, glaube ich, der Locus. Ich frage mich gerade, wie ich ganz hochkomme. Da war ja noch so ein kleiner Schornstein, aber vielleicht kann man doch gar nicht rein. Vielleicht irre ich mich ja. Viel Spaß, Kleine. Ja, da freue ich mich schon. Da freue ich mich schon ganz schön arg drauf. Auf diese... Ah, ich geht. Ah, das ist ja ganz woanders, als ich dachte. Ich dachte, ich komme woanders raus, habe mich aber geirrt. Ich erinnere mich an diesen Raum hier, aber ich dachte, der wäre woanders gewesen.